Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen einmal rein, Leute. XRP heute bei 40 Cent, das heißt also der ganze Markt wieder ein bisschen nach oben gegangen. Generell sehr ausgeglichen, aber XRP hat hier doch schon einen gewissen Ansprung gemacht von so 2 Cent auf einmal. Und wir haben Bitcoin hier bei knapp wieder unter 24.000. Manche Leute sehen da jetzt eine kleine Rallye vor uns. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich denke mal, da kann man mit Sicherheit noch einiges mitnehmen. Aber naja, man muss ja auch immer so ein bisschen drauf schauen. Okay, man muss sich auch vorbereiten darauf, dass es vielleicht wieder nach unten geht. Je nachdem, der Markt ist gerade so ein bisschen sehr, ich sag mal, langweilig und geht eigentlich nur in eine Richtung. Ja, von daher muss man da auf jeden Fall ein bisschen gucken. Bevor wir in das Video reinstarten, Leute, bitte vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ist für euch eine Sekunde Aufwand, aber ihr helft mir insgesamt sehr hier zu wachsen auf YouTube. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Dafür schauen wir auch einmal rein. Der erste Tweet für heute kommt von T-Analyst und er hat hier einmal den Bitcoin-Cycle und er sagt hier, wir sind kurz vor dem fünften großen Zyklus. Also wenn man das seit 2011 hier betrachtet, ne, dann ging es auf einmal natürlich krass hoch. Man muss natürlich bedenken, das wird hier eben exponentiell mehr natürlich, ne? Also hier von der Ebene auf die Ebene waren nur ungefähr 70 Cent, aber quasi von hier bis hier sind zum Beispiel 12.000 Dollar, ne? Also das ist natürlich hier deutlich exponentieller, das Ganze. Aber trotzdem könnte man hier eben sagen, okay, hier haben wir diesen Punkt erreicht, diesen Zyklus und ab hier gehen wir jetzt weiter nach oben. Kann man auf jeden Fall so sehen und ganz lustig trotzdem, dass Cameron hier schreibt, dass er dachte, dass das schon vor Monaten so losgehen würde, weil das diese Person anscheinend schon vor Monaten mal gepostet hat, beziehungsweise schon 438 Mal, so in der Richtung, ne? An sich, klar kann man sagen, auch wenn er es schon jetzt vor einem Monat gefühlt gepostet hat und meinte, yo, jetzt geht's los, muss das natürlich erstmal nichts heißen, ne? Also kann natürlich trotzdem sein, dass das immer noch nach diesem Muster, sage ich mal, moved. Aber natürlich muss man sowas auch immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, das ist klar. Und man kann jetzt nicht sagen, okay, ich verlasse mich jetzt drauf, dass das wieder auf 280.000 hier hochgeht, auch wenn das mit Sicherheit alle Leute hier sehen wollen. Und ich natürlich auch, ganz klar. Dann zu einem der spannendsten Themen heute, und zwar hier einmal mit XRP und wie Ripple die ganze Retail-Liquidity aufkauft. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Also die Exchanges, die ganzen Börsen haben langsam keine XRP mehr, wird hier so gesagt, wird immer mal wieder in den Raum geschmissen, weil Ripple die ganzen XRP von den Retail-Exchanges aufkauft. Kann man hier einmal sehen, bei 3xrp.dev kann man ja auch hier zum Beispiel die On-Demand-Liquidity Map sehen und genauso soll es hier eben gewisse Statistiken geben. Also hier zum Beispiel Volumen in, Volumen out, ne? Also das ist auf jeden Fall immer dann ein Defizit. Das kann man dann hier immer sehen, ne? Average in, Average out. Also wird da auf jeden Fall einiges aufgekauft. Wale, Exchanges, Gateways. Millionen und Millionen von XRP gehen von den Exchanges runter in die On-Demand-Liquidity. Ich bin gespannt, wie lange das noch so weitergehen kann. Denn Ripple hat gesagt, dass sie gerade aktuell XRP kaufen, also das ist auch öffentlich, und dass sie auch weitermachen werden damit. Also dass da gerade wirklich sehr viel aufgekauft wird. Und da bin ich natürlich mal gespannt, was das heißt. Natürlich, auf der anderen Seite verkaufen sie auch manchmal wieder welche von vom Escrow, ne, wenn der immer ausgeschüttet wird jeden Monat. Aber ich denke, aktuell müssten die damit trotzdem eine Art Verknappung quasi erzeugen. Also von daher sehr interessant. Dann haben wir Jack the Rippler. Und zwar sagt er hier, er wartet jetzt schon für 2 Wochen, dass er sein Geld bekommt von KuCoin. Und zwar hat SEPA anscheinend bei ihm irgendwie nicht funktioniert, warum auch immer. Und dann schreibt er hier, ey KuCoin, was ist los? Warum geht es da nicht weiter? Das sind 5000 Dollar und nicht nur 5 Dollar, die da verloren gegangen sind. Und ihr sagt mir, dass ich warten soll für einen Refund. Ernsthaft? Also quasi auf eine Entschädigung sozusagen. Also ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, hoffentlich bekommt der Bruder sein Geld zurück. Würde man ihm auf jeden Fall wünschen, natürlich. Ne? Muss man natürlich mal gucken. Aktuell, wenn man ihm was auszahlen kann und so weiter, kann man das wahrscheinlich auch wirklich besser über Binance oder so in der Richtung. Also, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ja, an sich, KuCoin müsste eigentlich auch funktionieren. Also, ja, ist immer so ein bisschen so ein trickiges Ding, ne? Gerade wenn man sich natürlich auf die Exchanges einlässt. Aber gerade nochmal so im Sinne von Krypto in Fiat umwandeln, ist immer schwer auf anderen Seiten und anderswo als bei den Centralized Exchanges. Es ist im Endeffekt einfach wirklich diese Schnittstelle zwischen Kryptowelt und, ich sag mal, Fiat-Welt. Von daher muss man sich zwangsweise mit diesen Exchanges abgeben oder abfinden, so in der Richtung. Und ja, ich hoffe natürlich, dass er sein Geld da wiederbekommt und so. Ist auf jeden Fall echt eine sehr doofe Sache. Ich hatte zum Glück noch nie so richtig Stress mit irgendeinem Exchange oder sowas halt, aber ich hatte auch schon mal einen Supportfall und da habe ich die auch ordentlich zugespammt. Ich glaube, bei Binance war das damals, bis die mir geantwortet haben, ne? Und dann ging es auch irgendwann. Bei Ripple geht es jetzt auch langsam los und zwar sprechen sie mehr über den Liquidity Hub. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt,
wie man da weiter vorgehen will, marketingtechnisch auch natürlich. Ne? Sie schreiben hier, dass finanzielle Institutionen oder finanzielle Teilnehmer quasi, die gerade keinen Zugang zu irgendwie großen Technologien oder zu großem Kapital haben, um in der Kryptowelt Fuß zu fassen, die sollten nicht davon ausgeschlossen werden, von der Technologie zu profitieren. Und deswegen haben sie hier einen Artikel über den Liquidity Hub veröffentlicht, der natürlich auch Firmen bzw. Businesses allgemein natürlich große Vorteile geben wird in Krypto bzw. die Vorteile von Krypto nutzbar macht. Das kann man dann hier mal sehen. Optische Täuschung wahrscheinlich noch mit drin hier. Aber hier kann man es auf jeden Fall einmal kurz nachlesen. Ist zwar jetzt kein Riesenartikel, kein Riesending, aber insgesamt kann man da schon einiges an Informationen halt rausziehen. Dann haben wir den Bearable Bull. Und zwar schreibt er hier, nicht jeder kann damit umgehen, ein Milliardär zu werden. Das ist auf jeden Fall auch krass. Ja, muss man ganz klar sagen. Es gibt ein Phänomen, das nennt sich Sudden Wealth Syndrom. Sollte man sich auf jeden Fall mit befassen, ne, dass man da sagt, okay, man muss auch damit klarkommen, dass man quasi reich wird, ne, weil ihr müsst halt bedenken, so, warum gehen die ganzen Lottogewinner und so weiter auch wieder pleite, obwohl sie vielleicht 100 Millionen oder sagen wir mal 5 Millionen gewinnen oder so. Und die meisten Leute würden ja von sich so behaupten, ey, wenn ich jetzt 5 Millionen bekomme auf einen Schlag, dann könnte ich damit A, gut leben, ne, und könnte das so anlegen, dass ich da keine Geldprobleme mehr habe. Ne. Klar, wir lassen jetzt mal Inflation außen vor, also wirklich diesen Geldwert quasi, den aktuell 5 Millionen haben, wenn man den halt permanent hätte. Ne. Klar, wenn morgen auf einmal Hyperinflation ist und diese 5 Millionen nur noch 500.000 wert sind, ne, das ist dann was anderes. Ne. Aber ihr wisst, was ich meine. Von daher, ich würde natürlich auch sagen, ey, wenn ihr mir jetzt 5 Millionen gebt, dann könnte ich damit auch auf jeden Fall sehr gut leben und würde damit auf jeden Fall nicht pleite gehen, hoffe ich, denke ich von mir. Aber ja, man sollte sich trotzdem damit befassen, wie man das dann zum Beispiel handhaben würde. Und genauso sollte man sich bewusst sein, dass es eben manche Leute gibt, die das nie richtig gelernt haben, mit Geld umzugehen und deswegen natürlich dann auch schnell wieder pleite sein werden. Dann haben wir David Schwartz und zwar sagt er hier Speed Limit 24 und er schreibt hier, sagt es niemandem, aber ich bin 25 gefahren, ich bin ein Rebell, also er ist auf jeden Fall hier ein Bad Boy, kann man hier ungefähr sehen. Dann haben wir Mr. Pool hier einmal und zwar mit so Eis, scheint sowieso Lawinen zu sein hier. Und am Ende natürlich, wie man Fun-Tweet, und zwar hier von Meme Market. Wenn du überlegst, einen Coin zu kaufen, es nicht tust und dann am nächsten Tag der Coin mal 100%, also sozusagen, sich verdoppelt hat. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall ein mieses Feeling. Hatte ich jetzt so noch nicht. Also ich glaube, das wäre auch ziemlich krank, ne, wenn man das so erlebt. Aber natürlich hatte jeder schon mal diesen Moment, wo man überlegt hat, hey, soll ich jetzt den Coin kaufen oder nicht? Dann meint man so, na, nee, kein Bock eigentlich. Oder im Sinne von, na, denke ich mal, ist jetzt nicht so gut, macht man nicht. Und dann irgendwie guckt man in der Woche nochmal drauf und dann ist es so 30% hoch oder so, wo man denkt, nein, da hätte man so gute Profite mitnehmen können. Aber ja, so ist es eben manchmal. Ich habe euch auch schon mal öfter meine Stories hier erzählt, wo ich ein bisschen was verpasst habe. Da habe ich mich auch geärgert, aber naja. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns heute, haut rein, ciao, ciao.